Hallihallo und herzlich willkommen zum dritten Teil von Scrap Mechanic. Und wir haben ein komisches Auto, das nicht so ganz fährt, wie wir wollen. Wir haben eine Windmühle, die sich dreht und ja, ganz passabel aussieht. Und heute sind wir mal ein bisschen kreativ, denn wir wollen mal ein bisschen thematisch bleiben und was Schönes aufbauen. Denn ich habe mir gedacht, wir bauen mal ein Haus und versuchen, dieses Haus ein bisschen schön hinzurichten. Nicht hinzurichten. Hinzurichten ist ein bisschen falsch. Einzurichten ist, glaube ich, das schönere Wort. Und jetzt bin ich nur am Überlegen, wie wir das am besten machen. Also ein schönes Haus in der Nähe von dieser. Hier ist doch eigentlich ganz cool. Und da würde es dann auch ganz gut passen mit diesen Steinen. Wie gesagt, die sind so ein bisschen komisch im Weg. Also in den Weg rein, das finde ich ein bisschen komisch. So, das geht jetzt wieder nicht, weil ich im Weg stehe. Im Weg stehe, haha. So, machen wir mal so. Dann haben wir einen schönen Weg da nach hinten rein. Und irgendwie sieht das jetzt auch doof aus, aber macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Wer weiß, einen schönen Vorgarten. Vielleicht können wir den ja irgendwann noch schön einrichten. Ich habe keine Ahnung, ist mir auch egal. So, und das da hier kommt unser Eingang hin. So, und da kommt dahinter unser tolles Haus. Und dieses Haus bauen wir aus Backsteinen. Natürlich bauen wir das aus Backsteinen. Und ich habe noch keine Ahnung wie, aber ist ja wurscht. So, genau. Zack. Na, fast richtig. Ja, so schon eher. Ist das eine gescheite Höhe? Das ist eine gescheite Höhe, oder? Ich glaube, damit kann man arbeiten, ja. Das ist gut. Das ist ein bisschen fuselig. Kann es sein, dass das nicht höher geht? Stehe ich gerade doof oder mag das Spiel gerade nicht? So, also wie gesagt, wir ziehen jetzt einfach hier mal ein nicht ganz kleines Haus rein. Weil wir wollen ja auch was Schönes haben, wo wir uns heimisch fühlen können. Ja, ganz, ganz bestimmt. Ich finde es echt komisch, dass ich in den Boden bauen kann. Also ich bin auch sehr gespannt, was die Entwickler sich noch so vornehmen. Weil ich glaube, ich muss mal hier die ganzen Materialien jetzt reinziehen. So, was ist das nochmal? Metall. Okay. Metall haben wir noch gar nicht verwendet. So, und die hauen wir mal schnell weg. Gut. So, und wenn das jetzt hier unsere Tür ist, unsere Eingangstür, dann wollen wir natürlich hier eine coole, coole Eingangstür haben. Und irgendwie bin ich jetzt mit diesem Zement hier gar nicht mehr so glücklich, aber mein Gott. Komm hier vorne. Noch ein bisschen. So, sehr schön. Genau, und da kommt unsere Eingangstür rein. Und die Eingangstür, was ist natürlich wichtig für die Eingangstür? Werdet ihr gleich sehen. So, jetzt brauchen wir erstmal einen Boden. Den Boden ziehe ich mal komplett rein. Ja, okay, das ist wohl wirklich die maximale Größe für diese Auswahlmöglich Dinger da. Ja, so zieht sich natürlich dann doch ein bisschen hin. Sagen wir so, das ist aber an sich eine ziemlich coole Mechanik, die ja zum Beispiel Minecraft nicht hat. Ne? Geht weg. So, eins. Ja, und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, es ist ja ein Survival-Modus geplant. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was sie sich da überlegt haben. So, jetzt bin ich fast am Überlegen. Also theoretisch, meine ursprüngliche Idee war, dass wir da jetzt eine Tür reinbauen, die wir auf Knopfdruck auf- und zumachen können. Ja, das ist relativ einfach, aber sieht sicherlich cool aus. So, jetzt habe ich mir... Also das kann ich sogar schnell machen, ne? Das ist überhaupt kein Ding. Hier... Da kommt hier das Ding hin. Da ziehen wir
sowas rein. Und dann komme ich nicht mehr ran. So, ich gehe mal hier hin. Und theoretisch brauchen wir dann einen Schalter. Nehmen wir mal wieder den. Der kommt dann halt irgendwo hier hin, wo man hinklicken kann. Dann brauchen wir das Verbindungstool. So, das muss ich jetzt erstmal so testen. Und dann... Genau, also der Switch, den können wir nicht direkt damit verbinden. Aber wir können einen Motor dran packen. Natürlich doof, wenn wir für alles einen Motor brauchen irgendwie. Aber gut, ist halt so. Den setze ich jetzt mal einfach temporär dahin. Das heißt, ich kann diesen Switch mit dem Motor verbinden und den Motor damit. Und dann kann ich den ein bisschen... Oh, schaut mal. Schaut euch das mal an. Hier, dann kann ich diese Tür aufmachen. Nur, die geht jetzt natürlich nur in eine Richtung auf. Das heißt, ich brauche dann auch noch den Controller. Ganz schön kompliziert für so eine Tür, gell? Das ist, so, machen wir den Controller. Was braucht man nicht? Eigentlich brauchen wir alles. Egal. So, das heißt, wir müssen den Controller jetzt noch dazwischen packen. So. Okay, und dann müssen wir das Ding, diese Verbindung kappen. So, das hier hin. Das da dran. Oder auch nicht. Ah, ich weiß nicht die Reihenfolge. Die vergesse ich irgendwie mal gerne. Okay. War das nicht so? Motor. War das da dran und das da dran? War das so rum? Okay, dann machen wir das so rum. Ist auch in Ordnung. Dann konfigurieren wir den hier. Ach nee. Ah! Ich weiß nicht, wie rum. Okay, nochmal langsam. Also wir brauchen sowas. Das muss... Der muss höchstwahrscheinlich daran verbunden werden. Genau, so, jetzt ist der verbunden. Und wir können sagen, okay, Tür geht bitte um 90 Grad auf. Und im zweiten Schritt wieder um 90 Grad zu. So, dann ist der konfiguriert. Dann muss der da dran? Nein, muss der da dran? Nein, muss der da dran? Okay. Gut, dann probieren wir es mal so rum. Okay. Okay, das heißt, unsere Tür funktioniert. Ist doch ganz cool. Das brauchen wir natürlich für draußen nochmal. Irgendwie. Weil sonst kommen wir raus, aber nicht rein. Das ist natürlich dann auch ein bisschen witzlos. Also das funktioniert an sich schon mal. Es ist das nur ein bisschen falsch rum konfiguriert. Ich glaube, wir machen das mal genau andersrum. Vielleicht so? Ha, okay. Denn bei grün sollte natürlich die Tür auf sein. Bei grün sollte die Tür auf sein. Das ist ein bisschen fummelig. Okay. Wow, hallo. Okay, die Logik verstehe ich irgendwie noch nicht so ganz. Die Logik ist mir noch ein bisschen... So, jetzt stimmt's auf alle Fälle. Okay. Beziehungsweise, was wir natürlich jetzt auch mal probieren könnten, ist, wenn wir hier einen Sensor... Es gibt ja einen Sensor, hier dieser Sensor. Den könnten wir mal anstatt dieses Dings hier hinsetzen. Und dann müsste der uns eigentlich erkennen, oder? Das war der Sensor, das war der Sensor. Hier zu mir. Das heißt, immer wenn wir dann da hinkommen sollten, dann müsste der Sensor eigentlich die Tür aufmachen. So, jetzt müssen wir nur wieder wissen, wie rum wir es anschließen mussten. So, oder?
Okay, das Problem ist, der Sensor, der ist jetzt nicht sehr, hat keine große Range irgendwie, oder? Ich muss wirklich da vorne, davor stehen. Really? Okay, dann macht der Sensor aber auch da nicht viel Sinn, sondern mehr an der Tür selbst, oder? So irgendwie so als Türknauf. Und immer wenn ich dann da hingehe, dann geht das Ding auf. Wie wär's denn damit? Okay, und jetzt. Zack. Und. Zack. Das ist jetzt nicht ganz das, was ich wollte, aber. Hä? Ich habe so eine Befürchtung. Ja, natürlich, okay, der Sensor, wenn, sobald ich davor stehe, ist in Ordnung. Aber wenn die Tür aufgeht, ist der Sensor natürlich dementsprechend weg. Das ist ja nervig. Okay. Dann machen wir den Sensor mal wieder weg. Und was machen wir für eine schöne Decke? Wie sieht das aus? Das sieht kacke als Decke aus. Okay. Ich wünsche mir wirklich mehr Deko-Blöcke, sagen wir es mal so. Wie wäre es einfach wirklich als Concrete, als Decke? Würde an sich gerne noch ein bisschen höher. Brauchen wir mal wieder Hilfe von unserem Aufzug. So. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen, dass wir da drauf laufen können. So. Ja, irgendwie geht's schon, aber nicht so, wie ich wollte. Aber es ist okay. Ist vollkommen in Ordnung. Kommen wir da runter? Ich muss. Obwohl, das könnte ja. Das müssten wir ja so hinkriegen dann. Perfekt. Das ist gut. Also, wir bauen Häuser. Okay. Prinzipiell gute Idee. Gefällt mir nur noch nicht ganz so von der Umsetzung her. So, jetzt ziehen wir da einen Boden ein, also eine Decke, die automatisch später auch ein Boden wird. Halt. Also meine Idee ist jetzt, dass wir den Sensor einfach an die Decke packen. Und wenn wir dann in der Nähe von der Tür sind, ist eigentlich auch witzlos, weil sobald wir dann in der Tür stehen, geht die Tür wieder zu. Das ist ja auch bescheuert. Okay. Mit anderen Worten, das machen wir anders. Ich habe aber eine andere lustige Idee. Und zwar reißen wir das jetzt nochmal ab. Bin gerade am Überlegen, ob das überhaupt geht. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wir machen eine Tür, die sich nach zur Seite verschiebt. Also die von der Seite aufgeht, eine Schiebetür quasi. Aber ich bin gerade mir nicht sicher, wie wir das anstellen sollen. Weil wir ja irgendwie nichts haben, was tatsächlich zieht oder sowas. Also irgendwie so eine. Also alle Maschinen, die wir zur Verfügung haben, sind ja hier oben. Ich bin mir zwar sehr sicher, dass da irgendwann noch was dazukommt, aber. Naja, okay, dann lassen wir das erstmal. Dann habe ich das jetzt natürlich sinnloserweise dann doch gelöscht. Ich setze das Ding dann wieder hier hin. Den Controller auch. Cool. So.
Und dann müssen wir sie wieder verbinden, damit die Tür natürlich wieder auf und zu gehen kann. Falsches Tool. Das Tool wollen wir. Man muss sich wirklich noch sehr viel... So, jetzt schauen wir mal, ob ich es jetzt hinkriege. Also, der Motor muss an den Schalter. Der Schalter muss an den Controller und der Controller muss an das Ding. So, und wenn ich den Schalter jetzt drücke... Geht es nicht auf, weil der Controller noch nicht konfiguriert ist. Und... Und hoffen wir, dass es so war. Okay, Tür ist offen. Tür ist zu. Passt. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Jetzt wäre meine Idee natürlich, dass wir dasselbe draußen auch nochmal aufbauen. Wobei... Das ist jetzt eine gute Idee, gute Frage. Kann man mehrere Sachen auf einmal... irgendwie... verbinden? Also dahinter ist ja der zweite. Nö, das geht leider nicht. Kann ich daran noch... Auch nicht. Das heißt, ich kann es nur von einer Seite anbinden. Das ist ja irgendwie doof. Das heißt, ich komme jetzt von außen gar nicht rein. Okay, da müssen wir uns was überlegen. Da müssen wir uns irgendwann mal was überlegen. Ja, ich habe es jetzt wieder falsch angebunden, oder? Natürlich habe ich es falsch angebunden. Ah, ich weiß nicht, wie rum. Ne, der Motor muss da dran. Oder? Ah, ich habe es kaputt gemacht. Ah, ich wollte das nicht. So, nochmal. Okay. Also, der Motor war da dran. Der Controller war an dem Schalter. Ah, verdammt. Ich verstehe leider die Reihenfolge irgendwie noch nicht. Die ist mir noch nicht so ganz klar. Okay, also wenn ich den Motor an dem Ding anschließe, dann geht der Motor. Dann funktioniert das. Der Controller steuert wahrscheinlich... den Motor. Hast du noch irgendwie? Ach nee, der muss... Richtig, ich verstehe die Logik noch nicht. Das ist echt schlimm. Okay, die müssen verbunden werden, damit der weiß, was zu sagen. Dann muss der wahrscheinlich daran... Nee, der muss an den geschaltet werden. Und der an den... Dammit! Das kann ja auch nicht sein. Ich hab's doch vorhin hingekriegt. Okay, die Pfeile. Schauen wir mal auf die Pfeile. Die Pfeile liefern jetzt da ein Signal. Das nochmal weg. Okay, der Controller muss auf alle Fälle da dran. Der braucht wiederum Strom. Dann bleibst du da. Der braucht definitiv Strom. Kann aber nicht angebunden werden. Also muss der davor. Hä? Bediene ich irgendwie das Ding falsch? Ich kann das ja nur hier anschließen. Der braucht ein bisschen... Oh Gott, ich habe keine Ahnung mehr. I'm stupid. Okay, machen wir wann anders. Wir machen jetzt Fenster. Wir brauchen unbedingt Fenster. Und jetzt wird's richtig lustig. Was wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Doch, wird funktionieren. Das wird funktionieren.
So, wir wollen Fenster haben. Das heißt, wir entfernen erstmal hier uns großräumig. Das sind doch mal schöne Fenster, oder? Das sind große Fenster und diese Fenster wollen wir natürlich. Die sind zu groß, Moment. Da machen wir nicht Verandas, Rollläden dran. Und diese Rollläden werden wir dann auf und zu machen können. So, die sind gleich groß, oder? Etwa. Und die sind 1, 2, 3, 4, 5 entfernt. Breit. Und so hoch. Und dasselbe nochmal. Naja, fast. setze ich tatsächlich doch ein bisschen noch darüber. So. Ach, das ist so schlimm, wenn man immer symmetrisch bauen will. Weil dann muss es natürlich auch symmetrisch sein. Also mehr oder weniger. Okay. So, jetzt nehmen wir wieder Holz. Und erstmal setzen wir natürlich hier wieder diese hübschen Teile hin und auch auf die Seite. Und da kommt jetzt kommen wieder Fenster rein. So, und die sind natürlich miteinander verbunden mit diesem Teil, also die sind da drauf als Fixpunkt. So. Und jetzt haben wir Fenster. Und die machen wir jetzt auf dieselbe Art und Weise auf wie die Tür. Nachdem ich mir für die Tür erst noch was anderes überlegen muss. Das heißt, wir brauchen mal wieder einen, ja, Kreislauf. Ich weiß nicht, ob wir einen eigenen brauchen, aber warum nicht? Ne? Weil wir haben es ja. Creative und so. setzen wir mal hier hinten in die Ecke. Da direkt der Controller dran. Und einen Button. Wir haben ja schon zwei Button in der Hotbar. Damit wir die Fenster auf und zu machen können, das machen wir einfach mal direkt neben die Tür. So. Und die müssen wir jetzt auch wieder verbinden und das wird jetzt ein bisschen aufwendiger. Also der Controller muss verbunden werden mit all diesen Dingern hier. Und da jetzt kommen, sehen wir auch zum ersten Mal die zwei. Jetzt hoffe ich, dass das bis da hinten hingeht. Okay, das geht. Aber ich muss näher ran, ums. So, sehr schön. Das heißt, unsere Fenster sind alle damit jetzt verbunden. Und jetzt haben wir wieder dasselbe Problem. Braucht das Ding Strom? Nein, das Ding braucht keinen Strom. Aber unser Schalter muss damit verbunden werden. Und der Schalter mit dem Controller. Und dann hoffe ich, dass das diesmal funktioniert. So, und dann wollen wir diesen Controller mal konfigurieren. Und ihr seht, jetzt haben wir hier vier verschiedene Möglichkeiten. Und das heißt, wir können jede Tür, jede Fenster, jedes Fenster mit was anderem konfigurieren, was ganz cool ist an sich. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, wenn das eine Fenster aufgeht, geht das andere zu. Und das Ganze mit einem Schalter. Ich weiß nicht, wie viele man anschließen kann. Das werden wir früher oder später dann irgendwann mal rausfinden. So, und das wird jetzt wahrscheinlich noch nicht funktionieren. Doch, cool. Das funktioniert erstmal, außer dass das hier in die falsche Richtung aufgeht. Das können wir umdrehen. Und welcher ging noch falsch auf? Der vordere, okay. Dann machen wir das hier auch. Drehen wir das um. Und damit können wir unsere Fenster auf und zu machen. Ist doch cool, oder? Dann kommt da schon mal ein bisschen Tageslicht rein. Und so, jetzt muss ich nochmal gucken, was hab ich jetzt hier falsch gemacht? Also wir haben, das geht an den Controller, der Controller geht an das Teil. Das geht an den Controller, das geht an den Schalter und der Schalter geht an den Strom. Warum geht das hier nicht?
Das geht doch auch. Das raff ich nicht. Das raff ich noch nicht so ganz. Okay, den Schalter da draußen können wir jetzt erstmal entfernen. Aber warum geht das nicht? Ich mach doch nichts anderes, oder? Also hier haben wir die Teile, ich vergesse immer, wie sie heißen. Bearings, die gehen an den Controller. Bearing geht an den Controller. Der Controller geht an den Schalter. Der Controller geht an den Schalter. Und der Schalter geht an den Strom. Der Strom ist an. Der ist nicht konfiguriert. Warum ist der nicht mehr konfiguriert? Okay. Alles klar. Okay, passt. Gut, dann ist das jetzt so. Ich fände es jetzt schade, dass wir nur auf der einen Seite den Button anbringen können. Das finde ich wirklich schade. Weil, na gut, wir können natürlich jetzt eine Zwischenlösung machen und sagen, okay, wir entfernen den hier und das hier und setzen den Button einfach da rein. Was ein bisschen unschön ist. Aber es tut es zumindest mal fürs Erste. So. Dann können wir es zumindest mal von beiden Seiten auf und zu machen. Und jetzt muss das wieder an den hier und an den Strom. So. Und jetzt ist es rot, also zu. Und geht auf. Und wir können auch von außen die Tür aufmachen. Womit wir uns wahrscheinlich das fast immer wegschieben. Aber es funktioniert. Das finde ich ganz cool. Das gefällt mir. Und jetzt probiere ich aber hier noch was aus. Und zwar möchte ich, dass die Fenster noch ein bisschen weiter aufgehen. Geht das? So. Genau, so hätte ich das gerne. Damit die so ein bisschen fensterlastiger aussehen. Das finde ich ganz cool. Der passt auch. Dasselbe können wir bei der Tür eigentlich auch kurz machen. Nicht ganz so krass, aber so ein bisschen mehr. So, dass man ein bisschen besser reinkommt. Und zu mit den Fenstern. Sehr cool, das gefällt mir. Das gefällt mir. Und haben wir doch ein bisschen mehr Zeit damit verbraucht, als ich eigentlich dachte. Da hinten dreht sich immer noch unser Windrad. Und genau, ich würde sagen, das war es dann erstmal. Ich baue mal hier die Wände noch fertig und dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal noch aus diesem Haus machen. Und ja, dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Servus!